Es ist ein Ort, wie es ihn nur ganz selten gibt auf der Welt. Der Lebensort Vielfalt, Europas erstes Altersheim für Schwule. Rund 30 Männer leben hier. Nicht alle benötigen Pflege, so wie Dieter. Wer noch fit genug ist, geht einmal die Woche zum Gesprächskreis. Und da gibt es in diesen Tagen vor allem ein Thema, dass Urteile nach dem sogenannten Schwulenparagraphen 175 aufgehoben werden sollen. Opfer des Gesetzes waren aber nicht nur die Schwulen, die verurteilt wurden, sagen sie hier, sondern alle, die in dieser Zeit lebten. Aber es war immer ein Druck da, immer eine Angst, irgendwo hinzugehen, irgendwie in den Park oder zu Bekannten. Man fühlte sich immer beobachtet und bedrängt. Der Paragraph habe Existenzen vernichtet und Leben zerstört, manchmal sogar im ganz wörtlichen Sinne. Um seiner Familie also die Folgen einer solchen Verurteilung wegen Paragraph 175 zu vermeiden, hat dieser junge Mann sich dann auf dem Dachboden seines Elternhauses erschossen. Vier Wochenenden musste Fritz in Haft verbringen, weil er Sex mit einem anderen Mann hatte. Eine finanzielle Entschädigung sei ihm gar nicht so wichtig, etwas anderes dafür umso mehr. Dass ich, wie soll man es schön sagen, als nicht vorbestrafter sterben kann. Das ist vielleicht das Wichtigste. Eine Rehabilitierung der Opfer halten die Männer für längst überfällig. Sie erwarten, dass die Bundesrepublik einräumt, jahrzehntelang Unrecht begangen zu haben. Dass sie ein Nazi-Gesetz anerkannt haben, gegen Menschenrechte, gegen das eigene Grundgesetz verstoßen haben als Rechtsstaat, was sie ja sind. Eine Rehabilitierung könne ihnen zwar nicht ihre Jugend, aber dafür ein Stück Würde zurückgeben. Die Bewohner hoffen, dass sie das noch erleben werden.